Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Neben mir der Leo alias N16. Und neben mir der Lukas alias Evil Love Entertainment. Hello. Hello. Ja, genau. Jetzt müssen wir Lee und Hickey verteidigen. Lee und Hickey. Genau. Ich finde den Namen gut. Lee. Charles Lee und Thomas Hickey. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wo? Da. Wir kümmern uns um die Dame. Das neue Parade. Oh, geil! Ja. Das neue Kampfsystem macht echt was her. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das war auch immer noch. Sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? Na, ah, der Hickey, der ist schon so ein Brüsche. Charles ist aber auch cool. Charles Lee ist. Das ist halt der Londoner, ne? Ja. So, wir gehen jetzt durch die Felder. Maisfelder, hätte ich jetzt geschätzt. Das wird Mais sein. Ja, ich denke auch. So, hohe Pflanzen sind meistens Mais. Hm, vor allem grün. Ja. So, zack. Kamera! das war's, oder? Ne, yep. Oben sind noch zwei. Oh, die schießen. Was? Meine Güte. Halte seinen Arm davor. Der Lacker. Tja, im Battlefield würde das nicht viel helfen. Naja, im Battlefield sind es ja auch moderne Waffen. Zack! Hier haben wir eine ziemlich ungenaue Steinschlussschleuder. Steinschlussschleuder? Pistole. Lass mal noch die Pistole nach. Wollte ich ja gerade. Habe ich auch nicht gemeint. Aber. Ah, da habe ich meine versteckte. Da ist die Pistole. Nachladen. So, Schwarzpulver rein. Alles festdrücken. Mhm, cool. Erst Schwarzpulver, dann die Kugel, dann das Ganze feststampfen. Mhm. Und da ist eine Kuh. Richtig fette Kuh. Und eine Mäh. Nein, drei Mäh. Dahinter. Und Mäh, Mäh, Mäh. Oh Gott, das sind diesmal ein paar mehr. Ups. Steh auf, Hatern. Der feine Londoner wollte erst noch Tee trinken. Aber ein bisschen mehr drauf einhauen. Ich wollte gerade sagen, also, will er gerade Geschnetzeltes machen oder was macht der da? Das war das neue Zungenpierce. Hat er sich immer schon gewünscht. Wie cool war das denn? Ja, sowas ist tödlich, muss man wissen. Ja, wenn du aus der Höhe jemanden vom Dach schubst und der landet so blöd, kann das schon mal tödlich enden. Ja. So. Und. Ta. Boom. Boah, ich mach's. Yo. Ja, er war ein bisschen tiefer gelegt, aber. Zur Markierung. Man hatte Spoiler. Hatte, wohlgemerkt. Mhm. Oi, Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Kann mich nicht mehr bewegen. Ah. Wurde paralysiert. Mhm. Mit einer Giftklinge. Halle ob. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Kanyen Kehaka. Thomas! Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Ich finde den Typen cool. Der Stil. Echt? Ja. Mhm. Johnsons Bootsgang. Fast alles geschafft. Hm. So, jetzt kommt, glaube ich, noch eine Mission in der Sequenz 2. Und dann? Nee, wollte ich gerade sagen. Kanyen Kehaka. Sind es vielleicht Indianer?
Was? Die Mission ist doch drin. Also, ups. Verdammt. Ach, die ist oben. That might've gone bad. Ah, warum bin ich runtergegangen, wenn die Mission oben ist? Das darf doch nicht wahr sein. Tja, du wurdest erniedrigt. Sehr witzig. Charles. Ich rede mal noch ein bisschen mit William. Raiden. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... Wie gesagt, nicht der Klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufe? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall. Und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Hossa. Ei. Der nächste auf der Liste. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Wohl an. Viel zu gut. Wen suchen wir jetzt nochmal? Benjamin Church. Benjamin Church. Danke, danke, danke. Ich finde es immer so lustig, wenn man vergleicht, wie manche Leute Englisch sprechen. Ja, wenn du uns beide schon vergleichst, sagst Benjamin Church und sagst Benjamin Church. Ja und? Nein, das war. Ist keine ja Wertung. Und? Ist keine Wertung, es ist nur eine Feststellung. Heilige Klappe! Der Chirurg. Komischer Schatten. Wunderbar. Charles. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Das könnte jetzt interessant werden. Ja. Die Nachbarn untergetaucht, belauschen. Jetzt sehen wir, wie man wieder belauscht. Belauschen war ja in Revelations gar nichts mehr. Mhm. Also wirklich gar nicht. Und Brotherhood glaube ich auch wenig. Ja. Aber das kommt jetzt wieder. Weil Brotherhood war schon. Die größte Auswahl an Kurzwars in seiner Familie schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht.
Die Ass. Anzeige sozialer Status. Zeigt ihnen was? Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag. Und erhört. Ich kann mich nicht bewegen. Achso. Wenn sich die Ass nützt. Wie geben sie sich zwischen zwei Zivilisten, um unterzutauchen? Eine der neuen Möglichkeiten, sich zu verstecken. Cool. Ich bin cool. Das ist, damit die Hände ruhig bleiben. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Stolz. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt. Bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befrag zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Ah, das ist ihre Umgebung erkunden. Ach so. Ich weiß, was es kommt. Naja, etwas Höheres. Das ist jetzt schon sehr... An den Haaren herbeigezogen. An den Haaren. Nee, aber schon sehr gutmütig gemeint. Es gibt nicht so viele hohe Punkte in Boston. Noch nicht. Not yet. Das ist, glaube ich, sogar der höchste Punkt in Boston, den wir gleich erklimmen. Okay. Ja, es ist nicht sehr, es ist alles sehr horizontal, nicht vertikal. Ja, ist ja auch eine Kolonie, also es ist, ja. Es ist nicht irgendeine von Religionen in Religionskampf erbaute Wahnsinnsstadt. Genau. Die vor Prunk nur trotzt. Ja, London. Sondern es ist Boston. Zu der Zeit. Ja, London. London hat auch hohe Türme. Big Ben. Oh ja. Der Palace. Dingsbums Abbey. Westminster Abbey. Genau. Westminster Abbey. Wow, Abbey. So gut. Hochgelegene Aussichtspunkte helfen Ihnen, die Karte aufzudecken und interessante Orte zu finden. Ja, wie Sie sehen. Sehen Sie nichts. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, viel Spaß und viel Vergnügen. Und der Rundumblick wird uns gleich mehr zeigen. Aber der Lukas sagt uns noch... B zum Synchronisieren. Dann höre ich mal so. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist.